Ja, Darmstadt gegen Hoffenheim. Am Dienstag um 20 Uhr geht's los hier im Böllenfalltor. Die letzten Vorbereitungen laufen. 0:6 in Dortmund am Samstag. Ganz bittere Klatsche für den SV 98. Aber das Gute ist, es geht gleich weiter. Wiedergutmachung kann betrieben werden gegen Hoffenheim. Trainer Norbert Meyer hat heute ein großes Geheimnis draus gemacht, wer alles spielen kann am Dienstagabend. Großes Fragezeichen hinter Aytaç Sulu. Wird wohl nichts werden. Jerome Gondorf ist noch angeschlagen am Knie. Sven Schiplock und Enes Benatira sind mit leichten Blessuren zurückgekommen aus Dortmund. Wird sich morgen Abend alles zeigen. Hoffenheim mit Stürmer Sandro Wagner, letztes Jahr noch hier in Darmstadt, 14 Tore geschossen und dadurch ganz maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt gewesen. Niklas Süle spielt auch für Hoffenheim, Rot-Weiß-Walldorf ausgebildet, auch ein Südhesse. Leute, die man kennt also. Was erwartet uns sportlich? Offenes Spiel, Hoffenheim bisher auch 3 Punkte, genau wie Darmstadt. Hoffenheim, dann geht's nach Augsburg, dann kommt Bremen. Das sind die Spiele, wo der SV 98 punkten muss, denn das sind die Konkurrenten, die wohl am Ende auch im Abstiegskampf um die 98er herum postiert sein werden. Also hoffen wir das Beste und auf, dass morgen gepunktet wird.